Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Omerta City of Gangsters, das sinnfreiste 3D-Kampfspiel dieser Welt. Warum sage ich das sinnfreiste 3D-Kampfspiel dieser Welt? Weil die Mission, die wir jetzt gleich machen werden, nehme ich jetzt zum fünften Mal auf. Und da drin begegnen mir physikalische Gesetze, die ich einfach lächerlich finde. Man steht außerhalb eines Raums hinter einer Mauer in Deckung. Ein Gegner wirft Molotow-Cocktail und natürlich, man verbrennt. Ist doch logisch. Weil es macht ja auch voll Sinn, wenn ich hinter der Mauer stehe, wo gar kein Feuer hinkommen dürfte, dass ich da verbrenne. So, ich bin gerade am Überlegen, wen wir hier als Unterstützer einteilen. Ich glaube ihn, der hat am wenigsten gerissen da drin bis jetzt. Egal wie viele Missionen ich bisher gemacht habe, er hat immer am wenigsten gerissen. Ey, hier geht noch, aber puh. Nur schießenderweise mitnehmen, okay, nur schießenderweise mitnehmen, aber heftig wird es trotzdem. Ich bin mal gespannt, ob es diesmal klappt. Ich vermute mal nicht, weil die Karte, die Mission, ich weiß es nicht, wie ich es machen soll. Wisst ihr, ich stand hier stand ich mit einem, da wirft einer Molotow-Cocktail hin. Und ich stehe im Feuer und verbrenne. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz, Leute. Das habe ich noch nie erlebt in noch keinem Spiel dieser Welt. Also wenigstens die physikalischen Grundregeln könnte man einhalten, dass ein Feuer nicht durch Steinmauern einfach durchschlägt. Dann steht hier einer und wird von hier oben beschossen. Ja, von hier oben. Die Kugel muss durch diese Tür an dem Ding vorbei, um ihn zu treffen. Und die Kugel schafft's. Das fällt mir nichts mehr ein zu. Fällt mir einfach nichts mehr ein zu. Ich bin am Überlegen, wie wir es machen sollen. Ich glaube, ich gehe doch rein. Ich wollte es eigentlich rauslocken, aber ich glaube, diesmal gehen wir dann doch rein. Macht ja anders keinen Sinn. Ich meine, wir drinnen sind oder draußen sind, spielt ja keine Rolle. Die schießen ja sowieso durch alles durch. Wir haben ja eh keine Chance. Was soll's? Wo ist denn der Typ? Zeig mir mal an. Ach, der mitten in der Tür steht. Macht auch sehr viel Sinn, mitten in der Tür zu stehen. Warum kann ich hier hinter dem Holzpfosten auf der Treppe nicht in Deckung gehen? Geht nicht. Ne, hier könnte ich in Deckung gehen, aber es geht nicht. Geht nicht. Geht einfach nicht. So. Trifft er den? Nein, der ist außer sich. Trifft er den? Den trifft er. Aber schlecht. Wie man sieht. Mit gezieltem Schuss? Ah, mit gezieltem Schuss trifft er. Interessant. Ab jetzt nur noch gezielter Schuss. So, jetzt sind Ganoven wieder dran, jede Menge Ganoven, die jetzt alle da sich schön aufstellen und dann von da oben runterballern, wie die Bekloppten. Okay. Es ist nichts Persönliches. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Wobei ich immer noch so meine Sorgen habe, dass wir das schaffen. Und zwar aus diversen Gründen, die ich jetzt hier nicht näher beschreiben will, aber ich sag's mal so, die Chancen stehen schlecht. Weil das hier einfach nicht zu treffen ist, das ist immer blockiert und so weiter. Ich meine, das ist offen, Holz und so, ne? Ich meine, Kugeln schlagen natürlich in das Gelände ein. Wir treffen ihn von hier mit 22%iger Wahrscheinlichkeit. Da treffen wir nicht. Wenn wir ihn hier mit 3% treffen würden, würden wir ihn wahrscheinlich voll wegrotzen. Wie immer halt, ne? Wohin jetzt? So, warum blutet er? Weil er einmal getroffen wurde, oder was? Bisschen lächerlich ist das schon. Wie weit kommt er denn? Bis hier. Dann renn mal bis hier. Wir müssen da irgendwie hoch, weil anders haben wir ganz wenig Chancen, bis gar keine Chancen, das hier irgendwie zu schaffen. Zeit, es anzugehen. So, Shark ist dran und ja, der ist außer Sicht. Das ist halt das Problem, der ist außer Sicht. So, gehen wir hier rüber. Versuchen den da mal auszuticken. Genauso habe ich mir gedacht. Läuft das? Bin soweit, Boss. Der kann ganze zweimal schießen. Und trifft auch, aber die Jungs, die halten was aus hier oben.
Ah, jetzt kommt der Nächste. Der macht zweiter Frühling. Herzlichen Glückwunsch. Ich brauche was zu trinken. Ja, das macht auch Sinn. Er wirft oben einen Molotow-Cocktail. Jetzt ist die Frage, das ist ja eine Ebene über uns. Stehen wir da jetzt drin oder stehen wir da jetzt nicht drin? Wo müssen wir hin, dass wir nicht mehr drin stehen? Man sieht das alles so toll. Kann man alles so gut erkennen. Los geht's. So, ist ja schön, dass es mal anders ausgeht hier, dass es nicht direkt heißt Volltreffer und tschüss. So, da haben wir den doch mal aufgestellt. Das Blöde ist nur, dieses Aufstellen nutzt uns nicht viel. Weil wir ihn ja nicht reinkriegen, ne? So, wir kratzen so ein bisschen an denen rum, allerdings so richtig treffen tun wir nicht. Mit 8 Schritten komme ich bis dahin. Da stehen meine Chancen schon bedeutend besser. Ich versuche das auch mal, was die machen. Oh, da wo die Granate sich einreiht, da ist unschön. Sagen wir es, wie es ist. Das ist unschön. Wo ist denn der, der da schießt? So, jetzt rennt der natürlich hier runter und sticht auf uns ein wie so ein Bekloppter. Darüber rennen können wir nicht. Treffen wir wenigstens von da? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Treffen wir von da, wenn wir zielen? Auf den hier? Nur den hier? Wow! Ich bin begeistert. Wow! Die entwickeln sich ja zum richtigen Scharfschützen. Ah, super, jetzt kommt er natürlich auch runter. Das ist doch kacke, die kommen jetzt alle runter. Die nehmen auch alle... Wisst ihr, das ist so ein taktisches Spiel, da muss man so viel Wert legen auf Deckung und so weiter. Ja, macht voll Sinn. Weil, es ist nichts Persönliches. Deckung ist hier verdammt wichtig, wie man sieht. Also ich meine, die KI, die rennt einfach stur drauf los und uns bleibt auch nichts anderes übrig, wie im Prinzip stur drauf los zu rennen. Und jetzt hat es da mal die Granate, hat ein paar erwischt, aber... Wohin jetzt? Nicht so wirklich toll, was hier passiert ist. So, ja. Schön, schön, wer ist der Nächste? Den treffen wir gar nicht hier, oder was? So, mal eine Sprengfalle da hinlegen. Und jetzt müsste ich eigentlich wegrennen, aber das kann ich natürlich nicht. Ich hab's versaut, Boss. So, der gute Squicks, der hat nicht mehr viel Gesundheit, würde ich mal behaupten. Versuchen wir einfach mal unser Glück, rumstehenderweise hier. Die verfehlen den zum Glück alle. So, kriegen wir den irgendwie? Nee, kriegen wir nicht. Kriegen wir den? Nee, kriegen wir nicht. Kriegen wir den? Kriegen wir auch nicht. Ja, wen kriegen wir denn überhaupt hier? Gar keinen. Ich glaube, ich mache mich schon mal auf den Weg hier rüber. Ganz schlecht. Da mache ich mich wahrscheinlich mal auf den Weg da hoch. Auch ganz schlecht. Verdammt, wo ist denn hier eine Deckung, die nicht brennt? Man sieht's nicht, weil das ja auf einer Ebene oben drüber ist und trotzdem zählt's als Feuer hier. Nerv. So, kriege ich den jetzt von hier? Wow. Das war zu viel meiner Medizin für ihn. Ist ja nicht zu fassen. Das sieht ja mal richtig gut aus, diese Mission. Und ich habe keine Ahnung warum, weil eigentlich taucht's ja gar nichts. Wo kann ich denn bitte... Achso, wir können das ja auch drehen. Das sehen wir das ja in etwa von oben. Ja, das ist immer so die Sache. Das vergisst man leicht, dass man das auch drehen kann. Was eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber gut. Guter Junge. Hey! Ey, das läuft ja mal richtig gut. Wir haben schon 6 von 8 gekillt. Ich bin begeistert. Hätte ich ja nicht gedacht.
Es fehlt nur noch, dass jemand von außen kommt und in den Rücken fällt und dann noch kräftig zusetzt. So, der hier blutet vor sich hin und gute Frage. Das ist Vizechef, das ist ein Hardcore-Gegner. Gucken, ob wir dem irgendwie zusetzen können. Verfehlt, glücklich. So, jetzt hat er eine blutende Wunde. Und jetzt mal gucken, ob wir noch aus der Deckung schießen können. Ah, können wir auch noch. Ich brauche was zu trinken. So, das brauche ich, wenn ich dieses Spiel spiele. Hier brauche ich harte Sachen. Etwas zu trinken reicht mir nicht. Schnaps, Wodka, harte Drogen. Ich hab's versaut, Boss. Du hast nicht versaut. Du hast einen Lebenspunkt. Ich weiß nicht, wieso du einen Lebenspunkt hast und nicht stirbst. Wahrscheinlich hast du irgendwie sowas, keine Ahnung, irgendein Talent, was ich mit dir geskillt habe. Wir können an der Wand in Deckung gehen. Was macht denn das hier für einen Sinn, an der Wand in Deckung zu gehen? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, von hier hat er irgendeinen drin, den er verfehlt. Auch schön. Das Vizechef dran, geht da wieder in Deckung und ballert auf uns, aber verfehlt uns. Das läuft ja mal richtig gut hier. Wir rennen hier hoch und bleiben da mal stehen. Ich brauche was zu trinken. Der rennt da auch mal hoch. Keine Ahnung wohin, aber der rennt da mal hoch. Ah, wenn er hier rüber geht, sieht er ihn, oder was? Aber er trifft ihn nicht. Ah, da ist noch einer. Sehr cool. Er kann uns ja dann jetzt mal richtig weglatzen hier. Bringt's voll, die Deckung hier. So, weil der hat ja nur noch einen Lebenspunkt. Müssen wir ja nicht unbedingt herausfordern. Ich würde mit dem ganz gern noch irgendeinen hier finishen. Das Ganze irgendwie zu Ende bringen, bevor wir sterben. Aber das wird wohl nichts. Was ist das hier für eine Fähigkeit? Zorn. Das hört sich gut an. Das machen wir direkt mal, falls wir das überleben, in dem Beginn der nächsten Runde. In Ordnung, dann los. So, wir rennen mal hier hin. Mitten reinstellen, machen die ja auch. Sehr vielversprechend. Oh, noch ein Treffer hätte ich gebraucht, ey. 22 Lebenspunkte hat er noch. So blöd. Kommen wir bis dahin? Nee, kommen wir nicht. Wir kommen nur bis dahin. Macht Sinn, dass wir da voll vorbeikeulen. Jetzt kommt Profikiller, geht in Deckung, legt an und... Das war ein Trottel. Jetzt muss ich das regeln. Einfach schön. So, Handgranate können wir auch nicht mehr werfen. Können wir wenigstens noch schießen. Ja, und wir treffen sogar. Ja, cool. In Ordnung, dann los. Oh, das Feuer hat aufgehört. Ich bin begeistert. Zeig deinem Schöpfer gegenüber zu treten. So, Vizechef ist auch tot. Ja. Doc, renn doch mal weiter wie bis dahin. Das kann doch nicht sein. Und dann sammelt er noch seine Chance zu treffen. Das ist unglaublich. Aber Profikiller zieht sich zurück. Und schießt mit Hammerschüssen hier auf unseren Boss. Der ja eigentlich in Deckung steht und gar nicht getroffen werden kann. Interessiert den Profikiller aber nicht. Aber ehrlich gesagt, interessiert es uns auch nicht. Wir machen mal hier Frühling und machen mal gezielten Schuss und ganz gezielten Schuss. Und schießen einfach durch alles durch. Und versuchen den jetzt hier zwanghaft umzulegen. Ich hab's versaut, Boss. Ach Quatsch, du hast's doch nicht versaut. Du lebst doch noch. Ich bin so viel besser als du. Ich glaub's nicht.
Ich glaub's nicht. Es hat's gebracht, einfach kopflos da reinzurennen und auf alles zu schießen, Handgranaten zu werfen und jeden Scheiß zu machen, den man nur machen kann, der taktisch und strategisch völliger Schwachsinn ist. Mitten im Flur stehen bleiben und losballern. Das hat's gebracht, dass wir die Mission gewinnen. So absoluter Wahnsinn, wie ich es versucht habe, taktisch anzugehen, mit alle rauslocken oder unten verschanzen und alle ranlocken, dass wir die schön abkommen. Das hat nicht funktioniert, nein. Warum auch? Das Spiel ist ja gemacht für Leute, die nicht nachdenken. Bei Jehova, du hast es geschafft. Das bringt mich zurück ins Spiel. Das verdanke ich nur dir. Tja, nun wird mein Geschäft wieder florieren und wir werden viele profitable Geschäfte miteinander machen. Um einen Start zu machen, braucht die Stadt eine Menge Renovierung. Das ergibt alles Sinn, ich versteh's schon. Ja, ich hab gewonnen. Schön. Hätten wir das letzte Mal die Mission doch beenden können, aber irgendwie war es ja... Es wollte ja nicht. Diese Kampfmission wollte ja nicht. Ich hab die jetzt 5-mal gespielt, ohne Witz, und jetzt hat's funktioniert. Der absolute Wahnsinn. Und warum? Weil ich einfach nicht nachgedacht habe und reingerannt bin. Taktiken, wie Leute rauslocken und so. Keine Chance. Wurde ich immer abgeknallt. Durch Wände. Molotow-Cocktails, die durch Wände brennen. Termit ist ein Scheiß dagegen. Das ist unglaublich. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, wir haben es geschafft. Und soll ich die neue Mission noch starten? Ich weiß es nicht. Die Prohibition regiert nun schon seit 10 Jahren. Die Säufer hassen es. Wir Geschäftsleute lieben es. Die Prohibition ist schon so lange ein Teil unseres Lebens, dass die meisten Besserwisser da draußen meinen, das ginge ewig so weiter mit dem dicken Reibach für Mondscheingeschäfte. Aber es wird nicht für immer so bleiben. Wenn die Prohibition fällt, fällt jeder Schnapsbrenner, Schmuggler und Verkäufer mit ihr. Aber ich werde bereit sein. Ich werde mein dreckiges Geld waschen und es in Spitzengrundstücke investieren. Ich habe vor, das Ende der Prohibition als ein ehrlicher, unangreifbarer Geschäftsmann zu feiern. Tja, also das müssen wir dann auch mal wieder versuchen. Komm, starten wir die Mission. Vielleicht geht's ja schnell, vielleicht kriegen wir das in dem Part sogar noch erledigt. Ist ja gerade erstmal 17 Minuten alter Part. Machen wir ein bisschen länger und vielleicht sind wir dann das Spiel los. Grundstücke in diesem Gebiet sind richtig teuer. Besonders an der Promenade. Eine gute Investition, würde ich sagen. Wir müssen mit sauberem Geld kaufen oder wir gefährden unsere Operationen. Mach dir um dreckiges Geld im Moment keine Sorgen. Unsere Geschäfte in anderen Vierteln werden uns regelmäßige Einkünfte verschaffen. Gründe ein paar Buchhalterbüros oder einige legale Geschäfte und lass uns loslegen. Aufgabe, sammle 2000 sauberes Geld. Okay. Tja. Womit soll ich denn sauberes Geld verdienen, wenn ich mir um dreckiges Geld keine Sorgen machen soll? Also das verstehe ich. Ich verstehe es nicht ganz. Du musst das nicht nochmal sagen. So, verschauen wir uns erstmal einen Überblick, würde ich sagen. Hör auf, mich zu nerven. Ja, du kannst bestimmt gut Süßholz raspeln. Hör auf, mich zu nerven. Ich suche hier gerade verzweifelt noch irgendwie so ein Ding, wo ich noch ein bisschen Infos kriege, aber scheinbar gibt es keine mehr. Ich würde sagen, eine Apotheke wird ja kräftig Sinn machen, um sauberes Geld zu verdienen, aber irgendwie bräuchten wir dafür noch eine Schnapsbrennerei. Das ist wieder ein illegales Geschäft und oh, wir haben ja ein Level Up. Interessiert mich aber gerade nicht. So, wir mieten... Lass uns anfangen. Erledigt. Und besser als Mario. Zwei interessante Orte, okay. Erledigt, und der hier was? Hat... 7 interessante Orte. Ja, cool. Was haben wir hier? Gefallen anbieten oder Muskeln spielen lassen? Hör auf, mich zu nerven. Schauen wir mal, warum nicht keine Kampfmission? Weil ich habe ja nicht geskillt. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht, das jetzt zu machen. Wir haben da ein ordentliches Konzert. Ja, gegeben. Komm, eröffne eine Destillerie, bitte. Dann können wir den Laden auch schon mal kaufen. Du musst das nicht nochmal sagen.
Der Job ist getan. Aber ich habe noch viele andere. Ja, cool. So, Destillerie haben wir schon. Lass uns anfangen. Mieten wir mal den Laden. Brauchen uns hier angeblich um dreckiges Geld keine Sorgen zu machen. Wir brauchen ja nur sauberes. Wenn das so eine tolle Gegend ist, wird hier bestimmt auch nicht gekämpft. Dann geht das bestimmt alles ganz schnell. Wir sind beim Teufel. Lass uns anfangen. So, dann machen wir hier eine Apotheke auf. Ich werde meine Zeit nicht verschwenden, Boss. Das sieht doch gut aus. So, was haben wir hier hinten noch? Ah, spendabler Karl, $100. Was jetzt? Und wir werden langsam schlauer. Einschüchtern Schusswaffen, das ist uncool. Schönes Ding, oder Boss? Wollen ja sauber bleiben. Und um dreckiges Geld brauchen wir uns ja keine Sorgen machen. Kein Penner hetzt Mamas kleinen Jungen. So, Effizienz. Und Effizienz. Ich liefere immer. Oh, da ist ein Bauplatz. Cool, können wir ein Hotel bauen. Am Strand. Und da auch. Haben wir irgendwo noch einen kleinen Laden? Wir machen unheimlich viel Schnaps zurzeit. Einschüchternde Schusswaffen. Das ist natürlich. Schusswaffen ist so eine Sache. Können wir bestimmt irgendwo kaufen. Ah, genau. Hey Soldat. Ich verkaufe hier ein paar Waffen, die auch. Alles wird gut. So, was machen wir im Levelaufstieg? Ich hätte gern mehr Schaden. Geht leider nicht. Okay, verheerende kritische Treffer verursachen zusätzlich Wunden. Das hört sich interessant an. Levelaufstieg. Was hat der hier? Fernkampfexperte 3. Das hört sich auch gut an. Das bestätigen wir mal. Levelaufstieg, mächtige kritische Treffer. Die machen dann 50% mehr kritischen Schaden. Hört sich auch gut an. Treffen ja ab und zu auch mal kritisch, ne? Von daher. So, dann haben wir hier List-Training. List ist für mehr kritische Treffer. Coole Sache. Brauchen wir aber nicht, weil wir machen spektakuläre kritische Treffer. Nee, Quatsch. Gute Frage. Irgendwie haben wir schon fast alles. Ach nee, verheerende. Verheerende kritische Treffer. Der hier macht, was macht der hier? Der macht auch mehr kritische Treffer oder verheerende kritische Treffer. Verheerende hört sich erstmal gut an. Der hier macht, Fernkampfexperte 3. Dann haben wir sie schon alle durch. Und was tut sich hier? Macht's mal irgendwo Bing. Na komm schon, schlepp mir die Waffen bei. Kann doch so schwer nicht sein. Geld. Pack dein Geld hier rein. Sauber und... Ruhig, Mann. Das habe ich ruckzuck erledigt. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen uns irgendwann auch um dreckiges Geld kümmern. Jetzt komm, mach hin. Bring mir die blöden Waffen bei jetzt. Wie lange dauert das denn hier? Wo läufst denn du hin? Ein Arsch der Welt oder was? Ich glaube, wir haben das Geldziel erreicht, bevor der die Waffen besorgt hat. Jetzt mach hin, komm, auf, hopp, auf. Hopp, hopp, komm, hopp. Ah, och nö. Schönes Ding,
Schau mal, was wir hier haben. Ja Gott, dann kaufen wir halt auch noch 20 Bier, obwohl wir die eigentlich nicht bräuchten. Vielleicht können wir mit dem Bier irgendwo einen unter den Tisch saufen. So, dann schicken wir den mal dahin mit 5 Schusswaffen, dann wissen wir wieder ein bisschen mehr. Ich suche immer noch verzweifelt Informationen. Wir haben da ein ordentliches Konzert gegeben. Tja, und wir sollten bald die 2000 erreicht haben. Da haben wir jetzt alles für gemacht, dass wir die möglichst schnell erreichen. Ja, die verkaufen nur Bier. Wir wollen aber keins kaufen. Wir wollen verkaufen, wenn es geht. Gibt's hier keine Flüsterkneipe? Gerade da in dem Viertel, wo die ganzen Reichen sind, will doch bestimmt einer mal einen Schnaps trinken. Das gibt's doch gar nicht. Es ist Zeit, das Gebiet aufzukaufen. Hört gut an. Ich beobachte regelmäßig die großen Immobilien. Aber es ist vielleicht am besten, erstmal klein anzufangen. Okay. Es sind viele Wohnhäuser. Mieter zahlen nicht viel, aber die Profite kommen in sauberem Geld und ehrlich verdient rein. Aufgabe, kaufe 5 Wohnhäuser. Ach du lieber Himmel, Wohnhäuser. Ich meine, ich bin ja ein halber Immobilienexperte in dem Spiel. Wenn ich Sandkastenmodus spiele, kaufe ich ja immer alles auf, was ich finden kann. So, Wohngebäude. Kaufen. 1000 sauberes Geld. Alter Falter, die haben's wohl. Ruhig, Mann. Das habe ich ruckzuck erledigt. Normales Wohngebäude kaufen. Starten. Du musst das nicht nochmal sagen. Und schon sind wir pleite. So schnell geht's. Ah, da ist ein Kartenclub. Das hört sich gut an. Diese Esel waren keine Gegner. So, habe ich jetzt ein Wohnhaus gekauft irgendwo oder was war das? Achso, nee, das waren Orte, die wir entdeckt haben. Wir haben da unten uns schlau gemacht. Ah, da ist eine Bank. Eine Bank hört sich gut an. Kann man am schnellsten Geld tanken. So, was ist mit dem hier? Ausbezahlen, auszahlen. Kostet 200 dreckiges Geld. Hat so, wir nehmen dreckiges Geld ein. Alles wird gut. Ohne, dass wir irgendein Geschäft haben, was dreckiges Geld verdient. Wir haben da ein ordentliches Konzert gegeben. So, Geldgeschäfte, 500 sauberes gegen 1200 dreckiges. Nee, das wollen wir nicht. Erledigt, Boss. So, wir haben ein Wohnhaus gekauft. Die sind so schwer anzuklicken manchmal. Hallo. Ich will das hier hinten dran. Kann doch nicht wahr sein. Du hast dein Geschäft hier abgeschlossen. Ja, schön. Also das habe ich gemietet oder gekauft. Die bezahlen 80 und das hier. Ah, hier. Das ist der andere Block. Okay, da nehme ich Geld ein. Brauche immer noch Wohngebäude. Wir brauchen aber 1000 sauberes Geld. Ach, haben wir ja gleich. So viel Schnaps, wie wir machen, können wir fast noch eine Apotheke eröffnen. Na toll. Als hätte ich sonst nichts zu tun. Ach, und guck an, guck an. Da können wir auch noch dreckiges Geld machen. Geld. Pack dein Geld hier rein. Sauber. Ich meckere darüber nicht. So, da haben wir ja wieder mal ein bisschen Geld getauscht und haben hier sauberes Geld erworben sozusagen für dreckiges und hier mieten wir glaube ich irgendwo ein Gebäude. Na, ich verliere den Überblick auf diesen Karten. Der Job ist getan. So. Aber ich habe noch viele andere. Eröffnen.
Trinken, Kuhboxen-Arena an. Nee, das machen wir Apotheke rein. Hör auf, mich zu nerven. Und ich bin gerade am Suchen nach einem etwas größeren Gebäude. Flüsterkneipe, da können wir Bier verticken. Erledigt. Ja. Und besser als Mario. Ja, ganz klar. Ganz toll. Kein Penner hetzt Mamas kleinen Jungen. So, Geldjob erledigt. Haben wir 2000. Brauchen wir denn ein paar Wohnhäuser, würde ich sagen. Kaufen. Du, Wohnhaus. Wer hat nach einem Arzt gerufen? Kaufen. Du, Wohnhaus. Alles wird gut. Mieten. Ruhig, Mann. Das habe ich ruckzuck erledigt. Ach ja. Wohnhäuser kaufen. Coole Sache, dem. Warum kriege ich denn hier Fahndungssterne? Ich mache doch gar nichts Illegales. Ich könnte jetzt einen kippen. Okay, ich mache es. So, wir warten drauf, dass irgendwer uns den Kram hier mietet. Ah, sehr schön. Verbockt. Eröffnen. So, ein Buchhalter. Ein Buchhalter wäscht dein dreckiges Geld, ein sauberes Geld und erhöht die Effizienz deiner Hotels und Casinos. Das hört sich interessant an. Allerdings brauchen wir da erstmal ein ausgebautes Privatgrundstück. Welches jetzt erstmal suchen muss hier. So, jetzt ist es Level 3. Reicht das jetzt, zum Buchhalter zu eröffnen? Sehr schön. Sag ihnen, ich komme. Ja, das möchte ich abstoßen und. Das lassen wir mal laufen. Und da öffnen wir einen Buchhalter. Keine Pause für den Boss. Meine Bezahlung sollte so, das So, was können wir hier upgraden? 50% Effizienz, das Verhältnis wird sich 3:4 annähern. Und hier kriegen wir sogar 100% gewaschenes Geld. Ja, mal hin. Dazu brauchen wir aber erstmal wieder Dreckiges. Und besser als Mario. Okay, ich mache es. Wann gibt's denn wieder Dreckiges Geld? Bitte? Genau so wird's gemacht. Ich brauche dreckiges Geld. Wann kommt? Ja, und vor allem, das verstehe ich jetzt nicht. Wieso steigt der Fahndungswert weiter? Ich hoffe, du wirst mich jetzt in Ruhe lassen. Ah, weil wir immer noch den Laden hier haben. Geschäft aufgeben. Jetzt machen wir nichts Illegales mehr. Jetzt dürfte eigentlich auch kein Fahndungswert mehr steigen. Ah, okay, jetzt haben wir wieder 3000 gekriegt und das schichten wir jetzt langsam um. Jetzt können wir dann hier auch noch einen Buchhalter reinmachen. Ah, toll. Als hätte ich sonst nichts zu tun. Das ist aber blöd, das Upgraden. Da brauchen wir immer 1000, da brauchen wir immer sauberes, dreckiges Geld für.
Ist irgendwie voll blöd. Ruhig, Mann. Das habe ich ruckzuck erledigt. Weil so viel dreckiges Geld haben wir ja gar nicht. Mal gucken, ob wir mit Geldwäsche ein bisschen was machen können. Nee. Würde ich zwar gern machen, aber nee, geht gerade nicht. Aber das Fahndungslevel dürfte jetzt nicht mehr steigen. Wir machen ja nichts Illegales mehr eigentlich. Außer Geld waschen. Komm, kauf das eine Wohngebäude. Dann gucken wir, wie es weitergeht. Ich hoffe, du wirst mich jetzt in Ruhe lassen. Ja. Schickt mehr Geld. Jede Menge blitzsauberes Geld fließt nun in meine Taschen. Es ist an der Zeit, mir die Stadt zu holen. Tja, Geld, liebes Geld. Ich werde weiter Ausschau nach Wegen halten, sauberes Geld zu verdienen oder zu waschen und dann so viel Grundstücke zu kaufen wie möglich. Atlantic City wird mir gehören. Aufgabe, erwerbe 8 Bauplätze oder Gebäude. Ja, super. Ich habe trotzdem irgendwie so das Gefühl, wir müssen hier auch dreckiges Geld verdienen, wenn sich das irgendwann lohnen soll. Weil nur mit sauberem werden wir wohl nicht weit kommen, wenn die uns hier alle paar Tage mal so ein paar Euro überweisen, ist das ja irgendwie bescheiden. So, Handlanger bezahlt, kostet alles Geld. Hallo, mein Freund. Du hast... Na toll. Als hätte ich sonst nichts zu tun. Einer meiner Kunden hatte eine echte... So, wir kaufen mal ein bisschen Schnaps ein. Dass der Laden hier wieder die Arbeit aufnehmen kann. Weil wir brauchen Geld. Die überweisen nichts, die anderen Bezirke. Von wegen 3000 werden uns überwiesen. Witz, Witz, komm raus. Super. Und das Fahndungslevel steigt. Wir haben kein Geld zum Bestechen. Wir haben niemand bestochen, weil wir haben kein dreckiges Geld. Weil, ja, wir haben alles gemacht, wie sie es uns gesagt haben. Bloß kein dreckiges Geld verdienen. Schön sauberes Geld verdienen. Das war Bullshit. Das regt mich auf. Erledigt. Und besser als Mario. So, Schnaps, Jobs erledigt und jetzt hoffe ich, dass die Apotheke hier wieder ein bisschen was verticken kann. Können wir irgendwo ein bisschen Bier kaufen? Mein Schmugglerring ist momentan der... Ruhig, Mann, das habe ich ruckzuck erledigt. Es ist ein Drama, ist das hier, ey. Ohne illegale Geschäfte, ohne Schwarzgeld, fast nicht möglich, hier das Ganze am Laufen zu halten. Soll ich 8 Grundstücke kaufen mit dem bisschen Einnahmen, die wir hier haben? Ja. Ah, endlich. 3000 dreckiges Geld ist eingetroffen. Na, super. Ja, dann stechen wir mal hier die Ermittler. Kostet ein Schweinegeld, aber geschissen drauf. Wir warten und warten und warten. Dieser Part zeigt wieder, wie spannend Omerta sein kann. Wenn man wartet, dass irgendwas eintritt, damit man weitermachen kann. Geschäfte zu machen ist gut. So gut, dass ich sicher bin, du stehst für weitere zur Verfügung. Ja klar, gib her. 20 extra Bier für 160, die nehmen wir. Immer her damit. Liefern. Start. Gönner am Werk. Also irgendwie bin ich der Meinung, wir müssen hier auch dreckiges Geld verdienen. Wir können hier nicht machen, als gäbe es das dreckige Geld gar nicht. Weil es kommt einfach zu wenig dabei rum. So, die Bauplätze sehe ich hier überall. Das Problem ist, wir haben irgendwo hier Buchhalter. Das ist natürlich total bescheuert.
Der hat noch keine Upgrades, da geben wir den auf. Öffnen wir hier noch eine Destillerie. Lass das mal den Arzt machen. Können wir über die Dinger hier auch noch ein bisschen Kohle verdienen. Irgendwie müssen wir ja Geld verdienen. Ich meine, die machen ja gerade, als ob uns das hier alles geschenkt wird. So, aber wir müssen ja Grundstücke kaufen und Grundstücke sind eigentlich gar nicht so teuer. What? What? Den Arsch offen, 2200 für das Grundstück. Die wollen mich verkackern, oder? Grundstücke sind immer billig. Teufel. Ja gut, dann müssen wir wohl noch ein bisschen Geld verdienen. Ich mache mir mal Gedanken. Ich könnte jetzt einen kippen. Ich mache mir mal Gedanken, glaube ich. Sag mal, ich habe doch irgendwo noch eine Destillerie gehabt, oder nicht? Habe ich die auch schon dicht gemacht? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Niemand erledigt Dinge so wie ich. So, weil wir müssen Kohle verdienen, hilft alles nichts. Dazu brauchen wir Destillerien, Apotheken und so weiter und so fort. Und wer gesagt hat, hier vergiss dreckiges Geld an der Pfeife rauen. Guck mal, wir haben keins. Und das bringt uns in erhebliche Schwierigkeiten hier. So, aber nichtsdestotrotz sage ich, wir machen weiter in der nächsten Folge, weil dieser Part hier, der ist jetzt schon ewig geworden und das geht natürlich auch nicht. Deshalb sage ich an der Stelle erstmal danke, dass ihr reingeklickt habt. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick Frei zockt Omerta City of Gangsters. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.